Gemeinsamkeit in einer individualisierten Gesellschaft. Als die Frankenakademie Schloss Schnei in Lichtenfels mich gebeten hat, einen Beitrag zu ihrem Projekt Miteinander reden zu liefern mit diesem Titel, da habe ich mich ehrlich gesagt gleich sehr gefreut und habe das auch gerne übernommen, weil die Frankenakademie Schloss Schnei in einem Stadtteil von Lichtenfels beheimatet ist, der wunderbar zu dieser Thematik passt, aus Gründen, die ich gleich erklären werde, und der uns da gewissermaßen einen perfekten Einstieg liefert. Ich gehe jetzt davon aus, dass die meisten von Ihnen nicht wissen, wo Schnei liegt und vielleicht auch gar nicht, wo Lichtenfels liegt. Also Lichtenfels liegt in Oberfranken und Schnei ist ein Stadtteil, der aber bis in die 70er Jahre hinein eigenständig war. Und ich kenne die Bevölkerung in diesem Stadtteil sehr gut und habe immer eine Sache extrem faszinierend gefunden. Und zwar, in Schnei findet man etwas, was man aus heutiger Sicht fast schon als Anachronismus bezeichnen muss. Und zwar findet man eine immer noch extrem ausgeprägte Organisations- und Vereinskultur mit typischen Vereinen, man könnte fast sagen, aus der Zeit des 19. Jahrhunderts, aus der Zeit der Industrialisierung, der Arbeiterbewegung. Es gibt einen Arbeiterturnverein, es gibt die Gewerkschaften, eine starke Sozialdemokratie, es gibt einen Gesangverein, einen Schützenverein, natürlich auch modernere Vereine wie den obligatorischen Fußballverein und ähnliches. Aber der Organisationsgrad in diesem Ort ist bis heute extrem hoch. Und das ist mir immer sehr stark aufgefallen, weil es gewissermaßen einem Trend widerspricht, den wir schon länger in der gesamten Gesellschaft beobachten, nämlich einen Trend hin zu immer mehr Individualisierung, zu immer mehr ganz kleinteiligen und hochindividualisierten Lebensentwürfen und dass gerade diese Bindekraft von gesellschaftlichen Organisationen, von Parteien, Gewerkschaften, vielleicht auch von den Kirchen, eigentlich immer mehr verloren geht. Und Ziel meines kleinen Beitrags soll es sein, das aufzugreifen, das kurz zu beschreiben und sich auch die Frage zu stellen, was bedeuten diese Entwicklungen, diese Individualisierung, dieser extreme Pluralismus der Lebenswelten, wie es so schön heißt, was bedeutet das eigentlich für eine Demokratie wie die unsere und welche Folgen hat das? Der amerikanische Politologe Robert Putnam hat Ende der 90er Jahre etwas geschafft, was selten Politologen gelingt, und zwar hat er einen echten Bestseller veröffentlichen können mit seinem Buch Bowling Alone. Und er hat ein Bild gezeichnet von einem Amerikaner, der allein bowlen geht und hat es als Metapher verstanden für auch ja, den Niedergang des Sozialkapitals in den USA und auch die immer stärkere Individualisierung der dortigen Gesellschaft. Und hat dann auch natürlich mit sehr populären Thesen deutlich gemacht, allein bowlen, das macht erstens sportlich wenig Sinn, wahrscheinlich auch weniger Freude als in Gemeinschaft, hat es dann aber auch schön übertragen, indem er begründet hat, dass Menschen in Gruppen dreimal so viel Getränke und Pizza ordern während des Bowlingspielens als ein Alleinbowlender. Und das war natürlich nur ein Bild. Aber diese These ist sehr populär geworden, weil sie diesen Niedergang der Bindewirkung großer Organisationen, der letztendlich alle westlichen Gesellschaften erfasst hat, wunderbar beschrieben hat. Auch in Deutschland merken wir das bereits seit den 70er Jahren, dass große Organisationen an Mitgliedern verlieren, auch wenn es um Parteien geht zum Beispiel, an Wählerzuspruch verlieren. Ja, die These des Niedergangs der Volksparteien ist ja gerade in Deutschland sehr umfassend diskutiert und wird immer noch diskutiert. Und ich möchte Ihnen einfach so ein paar Schlagworte nennen, die seit dieser Zeit auch in der akademischen Debatte immer wieder kommen. Also man spricht zum Beispiel von den Individualisierungsschüben seit den 70er Jahren infolge der Bildungsexplosion, die damals auch passiert ist. Menschen haben sich immer mehr an sogenannten postmodernen Werten orientiert. Also Werte wie Selbstverwirklichung, ja, traten plötzlich in den Vordergrund und schienen auch an Gewicht zu gewinnen gegenüber dem reinen materiellen Wohlstand. Dann hat man auch häufig festgestellt, und auch das zeigen aktuelle Entwicklungen wie Fridays for Future und Ähnliches sehr eindrucksvoll, dass die jüngeren Alterskohorten eigentlich immer weniger Interesse haben an einer starren Mitgliedschaft und langjährigen Mitgliedschaft in großen Organisationen, sondern sich lieber kurzfristig engagieren wollen, kleinteiliger arbeiten wollen, projektbezogener orientieren wollen.
so wie es halt gerade dem eigenen Lebensstil, dem eigenen Zeitbudget, der eigenen Energie entspricht und den eigenen Interessen natürlich. Und letztendlich, auch das sieht man zum Beispiel bei uns in Sportvereinen oder in anderen kulturellen Vereinen, es ist nicht so, dass hier pauschal Mitglieder immer mehr zurückgehen, aber man stellt schon lange fest, dass diese Mitglieder immer weniger bereit sind, sich langfristig auch an Vereine zu binden. Das, was man früher mal passive Mitglieder genannt hat oder das typische Fördermitglied, das nach dem Ende der eigenen aktiven Zeit zum Beispiel im Sportverein aber trotzdem noch jahrzehntelang Mitglied bleibt, seinen Beitrag zahlt, in finanzieller Hinsicht auch, sich vielleicht auch ehrenamtlich engagiert und dadurch ja auch hilft, Vereinsleben am Laufen zu halten. Auch hier stellt man eben fest, dass diese Bereitschaft, so etwas zu tun und sich langfristig emotional, finanziell und wie auch immer an solche Organisationen und Vereine zu binden, dass die Bereitschaft hierzu immer mehr nachlässt. Jetzt muss man zwei Dinge betonen. Erstens, das ist wie schon gesagt ein globales Phänomen, kein spezifisch deutsches. Und nehmen wir zum Beispiel das Beispiel der sozialdemokratischen, nenne ich es mal im weitesten Sinne, oder sozialistischen Parteien, die also ihren historischen Ursprung in der Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts haben. Die haben immer extrem davon gelebt, dass sie auf eine starke Bindewirkung setzen können, dass sie hohe Mitgliederzahlen haben. Und bleiben wir beim Beispiel der SPD. Die SPD ist heute noch die mitgliederstärkste Partei in Deutschland, hat aber nur noch weniger als die Hälfte der Mitglieder, die sie in den 1970er Jahren hatte. Schauen Sie sich die langfristige Mitgliederentwicklung in den Gewerkschaften an, schauen Sie sich die Mitgliederentwicklung in den Kirchen an. Auch hier sehen wir sehr stark langfristige Rückgänge in der Beteiligung seit den 70er Jahren zum Teil in Deutschland und nach der Wiedervereinigung in den 1990er Jahren hat sich dieser Trend in ganz vielen gesellschaftlichen Bereichen sogar noch verstärkt. Also die erste Betonung soll sein, es ist kein typisch deutsches Problem, es ist ein globales Phänomen, weil es eben auch mit globalen Entwicklungen zu tun hat, wie den Trends zu immer mehr Lifestyle-Verhalten, immer mehr Individualisierung und immer kleinteiligeren Lebensentwürfen, die die Menschen verwirklicht haben wollen und nach denen sie streben. Außerdem muss man betonen, dieser Rückgang, der schadet natürlich den Organisationen an sich, klar. Aber er hat auch hohe Bedeutung für unser demokratisches politisches System. Denn natürlich gehen hier mit dem Verlust der Bindekräfte, gehen auch Einflussmöglichkeiten dieser Organisationen verloren. Und gerade Parteien haben ja vom Grundgesetz auch die verbriefte Aufgabe, dass sie Interessen in der Bevölkerung sammeln sollen, also aggregieren sollen, und dann auch eine Konsenslösung für möglichst viele Menschen finden und anbieten sollen, um im Sinne der Demokratie Mehrheiten zu ermöglichen. Und schauen Sie sich unser Parteiensystem heute an. Die etwas Älteren unter Ihnen wissen, die Bundesrepublik war bis zur Wiedervereinigung immer geprägt davon, dass es sehr lange Zeit nur drei Parteien gab, die für den Großteil der Bevölkerung völlig ausgereicht haben über Jahrzehnte hinweg. Dann kam infolge der Umweltbewegung entstanden die Grünen und heute haben wir eben noch eine Linkspartei, eine AfD, eine Vielzahl an Kleinstparteien, die also immer versuchen, diese unterschiedlichen neuen Milieus, diese Vielzahl an Lebensentwürfen in der Bevölkerung immer kleinteiliger abzubilden. Und die Folge ist ein immer fragmentierteres Parlament und ist auch die Tatsache, dass die insbesondere die beiden Volksparteien, CDU, CSU und die SPD, auch immer mehr an Mitgliedern, aber auch an Wählerzuspruch langfristig verlieren. Ob man diese Entwicklung jetzt insgesamt als eher positiv oder negativ begreift, lässt sich pauschal natürlich nicht beantworten. Grundsätzlich muss man ja auch betonen, dass wir in unserer heutigen Gesellschaft die Möglichkeit haben, extremst kleinteilig, extremst individuell unser Leben zu gestalten. Dass wir eine enorme Fülle an kulturellem Angebot, an Freizeitangeboten, an Bildungsangeboten, an Qualifikationsangeboten haben, die uns eben in die Lage versetzen, das auch alles wahrzunehmen und uns auch als Person extrem umfassend weiterzubilden und auch zu informieren. Das ist ja grundsätzlich etwas absolut Positives und zeigt auch, dass sich unsere
Gesellschaft auch in den letzten Jahrzehnten hier immer weiterentwickelt hat. Und nicht nur unsere deutsche Gesellschaft, sondern insgesamt die Gesellschaften auf dieser Erde, insbesondere in den modernen Industrienationen. Und insofern möchte ich das jetzt gar nicht pauschal verurteilen. Darum soll es auch gar nicht in diesem Vortrag gehen. Trotzdem mahnt man auch aus politologischer Sicht einfach an, sich genau zu überlegen, was dieser Verlust der Bindekraft großer Organisationen auch bedeuten kann. Und schauen Sie sich zum Beispiel an, natürlich entstehen durch diese immer steigende Anzahl an Lebensentwürfen, an Lebenswelten in der Gesellschaft, damit steigt natürlich auch die Zahl der neuen Konflikte. Neue Konfliktlinien brechen auf. Viele Menschen entwickeln auch immer weniger Toleranz und Verständnis für Lebensentwürfe anderer. Und der demokratische Diskurs, auch das Finden eines gesellschaftlichen Konsens, der wird immer schwerer. Und das ist halt grundsätzlich einfach auch wichtig in der Demokratie. Und es ist auch die Aufgabe von politischen Institutionen, von demokratischen Institutionen, den Menschen Orientierung zu geben. Klar, bei einem immer höheren formalen Bildungsniveau in der Gesellschaft, bei immer mehr Informationsmöglichkeiten, sinkt einerseits vielleicht bei Menschen das Bedürfnis nach Leitung, nach Orientierung. Aber ich denke, sehr viele Menschen sehnen sich auch danach, gerade in so turbulenten und schwierigen Zeiten, wie wir sie aktuell haben. Denn natürlich kommt man gerade in der aktuellen Zeit, dieses Video wird im März 2021 aufgenommen, Deutschland befindet sich gerade in der dritten Welle der Corona-Pandemie. Und natürlich kann auch dieser Vortrag, wo es um Gemeinsamkeit geht, in Zeiten einer Pandemie, die uns alle verschiedene Lockdowns und viele Menschen auch eine starke soziale Isolation beschert hat, natürlich muss man auch hier ein paar Sätze verlieren. Und nicht erst die Corona-Pandemie, denken Sie an die großen Debatten in unserer Gesellschaft in den vergangenen Jahren, beispielsweise Fridays for Future, Klimaschutzpolitik, dann zuvor die Migrationsdiskussion um die starken Flüchtlingszahlen der Jahre 2014, 15, 16. Da hat man eigentlich gezeigt, nicht nur, dass der gesellschaftliche Ton rauer wird, sondern dass es immer weniger scheinbar gelingt, große Teile der Gesellschaft hinter einer gemeinsamen, konsensualen Lösung zu vereinen. Ja, das ist in der Demokratie möglich, das ist nichts per se Schlechtes. Wir wollen keine Diktatur sein, um Gottes Willen, die eine Lösung vorgibt und alle müssen blind hinterherrennen. Das Gegenteil soll Demokratie sein. Aber, wie ich es gerade schon erwähnt habe, es muss auch Aufgabe von Politik sein, von demokratischen Institutionen hier, diesen Konsens zu suchen und eine möglichst große Übereinstimmung in der Gesellschaft auch herbeizuführen. Nicht, dass alle in jedem Detail unbedingt gleicher Meinung sein müssen, aber dass der soziale Frieden gewahrt bleibt und dass die Grundrichtung der Politik und die Entwicklung unserer Gesellschaft auch von der großen Mehrheit einfach mitgetragen wird. Und da macht Corona einfach sehr deutlich, finde ich persönlich, dass gerade in solchen Krisenzeiten es wichtig wäre, auch Orientierung zu geben, Leitung zu geben. Und je nach individueller Situation können da große Organisationen mehr oder weniger Orientierung geben. Aber es ist definitiv eine völlig veränderte gesellschaftliche Debatte, ein völlig veränderter Diskurs im Vergleich zu früheren Jahren. Und ich denke, ich konnte meine Kernbotschaft, und mehr kann man ja in der Kürze der Zeit auch gar nicht transportieren, die konnte ich Ihnen hoffentlich schon vermitteln. Und ich möchte deswegen ganz einfach, auch gerade weil die Corona-Pandemie uns sicherlich noch die nächsten Monate beschäftigen wird, einfach auch ganz einfach die Empfehlung geben und die Anregung geben, sich mit dieser Isolation und dem Lockdown nicht abzufinden, auch wenn es zugegebenermaßen schwerfällt. Ich denke, wir merken das an uns allen selbst. Und ich würde Ihnen einfach zum Abschied die Gedanken mit auf den Weg geben, wenn Sie es nicht schon längst gemacht haben. Machen Sie sich doch, wenn Sie Gemeinsamkeit vermissen, dann nehmen Sie doch das Thema dieser Projektreihe auf. Nehmen Sie es wörtlich mit Miteinander reden und suchen Sie ganz gezielt auch bei Kontaktbeschränkungen den sozialen Kontakt und suchen Sie das Gespräch. Machen Sie sich eine Liste von 5 Menschen, die Sie schon seit Ewigkeiten mal wieder anrufen wollten, und rufen Sie sie dann auch an.
Nutzen Sie digitale Möglichkeiten. Ich weiß, das steht nicht jedem uneingeschränkt offen, aber zumindest eine Videokonferenz, ein Videotelefonat kann nie das persönliche Gespräch von Angesicht zu Angesicht ersetzen, aber es kann immerhin auch persönlichen Kontakt erleichtern, kann vor allem auch, ich habe jetzt die ganze Zeit über Organisationen, über Vereine, über Verbände gesprochen, kann vor allem auch helfen, dieses so wichtige Vereinsleben, dieses Arbeiten in Gemeinschaft weiterhin zu ermöglichen und sich einfach mal wieder zu sehen und auszutauschen. Haben Sie da keine Angst davor? Ich erlebe in ganz verschiedenen beruflichen Funktionen im Moment, wie viele Leute gezwungenermaßen sich erstmals mit solchen digitalen Lösungen beschäftigen und plötzlich ganz begeistert sind, weil sie sagen, es ist technisch ja machbar und es kann ganz große Vorteile liefern. Und wichtig wäre auch, und das meine ich ganz bodenständig in Ihrem persönlichen Umfeld, unterstützen Sie auch Organisationen, Vereine in Ihrem persönlichen Lebensumfeld. Und ich habe heute schon über Sportvereine, über verschiedene Freizeitangebote, kulturelle Vereine gesprochen. Denken Sie an Sozialverbände, an Rettungsorganisationen und Ähnliches, die ja nicht nur einen sehr wichtigen gesamtgesellschaftlichen Beitrag leisten, sondern die für ihre Mitglieder, für ihre Unterstützerinnen und Förderinnen ja auch ganz tolle Angebote machen und die auch auf diese Gemeinschaft angewiesen sind. Und denken Sie letztendlich auch an die Gastronomie, denn natürlich Begegnungsräume wie die Gastronomie sind zum Miteinanderreden auch ganz wichtig. Und ich glaube, wir haben alle ein gesamtgesellschaftliches Interesse daran, auch aus politischer Sicht, auch aus demokratischer Sicht, dass dieses Miteinanderreden trotz einer mittlerweile rund ein Jahr andauernden Pandemie nicht verebbt, sondern immer am Leben gehalten wird, dass unsere Vereinslandschaft am Leben gehalten wird, dass gesellschaftliche Organisationen ihren Auftrag weiter erfüllen können. Und das ist Basis unseres Pluralismus, Basis unserer Demokratie. Deshalb bringen Sie sich ein. Sie können Organisationen in vielfältiger Weise unterstützen. Und ja, suchen Sie das Gespräch auf all diesen Ebenen. Reden Sie miteinander. Ich hoffe, ich konnte Ihnen die kurze Botschaft meines Beitrags in dieser Projektreihe näher bringen und vielleicht einfach auch zum Nachdenken und zur Diskussion anregen. Erfahrungsgemäß ist das ja das Beste, was man als Referent in so einem Vortrag erreichen kann. Herzlichen Dank an die Frankenakademie Schloss Schnei für die Einladung. Viel Erfolg für das Projekt Miteinander reden und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.